Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber mein Eindruck ist, seit mehreren Jahren, vielleicht so seit 2015, bin ich umringt von Menschen, die eine unglaubliche Bindung zum Wald und zu den Bäumen entwickelt haben. Bäume umarmen, Waldbaden machen, viel von Blättern und Ästen erzählen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie einen gewissen Schuldanteil daran haben? Tja, da kann man jetzt drüber streiten, aber sagen wir mal so, ich gebe diesem unbestimmten Gefühl ein bestimmtes Wissen dazu und dann sagen viele, deswegen habe ich das so gefühlt, weil es, also die konservative Wissenschaft überholt gerade die Esoteriker. Das Problem bei Wissenschaftlern ist, sie drücken sich meistens ein bisschen zu kompliziert aus. Aber das kann man ja ändern. Wie kommen da die Esoteriker jetzt rein? Ja, also ich sag mal zum Beispiel, wenn gerade daran geforscht wird, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben. Das macht man über die Schmerzforschung. Weil Pflanzen auch schmerzunterdrückende Substanzen produzieren. Also sonst wäre Schmerz nur ein Reflex. Aber schmerzunterdrückende Substanzen produzieren wir übrigens auch, wenn wir zum Beispiel einen Unfall haben. Ne, um das Bewusstsein zu erhalten. Und Pflanzen machen das auch. Und in Betäubung, das war sozusagen die Gegenprobe, machen wir das nicht, ne, da sind wir ja bewusstlos. Und wenn man Pflanzen betäubt, so bin ich überhaupt drüber gestolpert, dann hören die auch damit auf. Also es gibt starke Indizien dafür, dass Pflanzen ein richtiges Bewusstsein haben. Und da würde ich sagen, das hat nichts mit Esoterik zu tun. Nein, also das hat nichts mit Esoterik zu tun. Und das, wenn man das vor 10 Jahren gesagt hätte, dann hätte man gesagt, Freundchen, wer hat das geschrieben? Brüder Grimm? Ja, ja. Also man soll ja nie Witze machen über Namen, aber hier sitzt ja einer, der fast so wie Sie ist, außer dass die Umlautzeichen fehlen. Ja. Haben Sie ein besonderes Verhältnis zu Bäumen, Marc? Ja, also tatsächlich, ich werde oft Försterchen genannt und so. Also da, ich nicht. Das für, und ich hab einen Freund, Sido heißt er, der... Sido. Der denkt, dass ich alles weiß über den Wald und sowas, über Bäume. Tatsächlich, immer wenn der unterwegs ist und irgendwie will wissen, wie so ein Vogel heißt oder wie ein Baum heißt, dann ruft er mich an. Und ich habe ihm schon mehrfach erklärt, dass ich weiß das nicht. Aber tatsächlich, ich bin ja in der Nähe des Waldes aufgewachsen und habe auch mal, ich glaube, es lag auch an Ihnen, mal so einen Baum auch umarmt. Und wie war das? Also es ist nicht jeder Baum ist gleich, finde ich. also es gab Bäume so da, die habe ich umarmt. Jetzt ist spannend. Ich stelle mir das gerade selber von außen vor, wie man sich vorstellt, wie ich jetzt im Wald einfach so einen Baum und das hat sich gut angefühlt. Also ich hatte der Baum hat mir was zurückgegeben sozusagen. Herr Künert, wenn Sie sowas offenbaren würden, man würde Sie erwischen, wie Sie einen Baum innig umarmen, meinen Sie, das hätte irgendwelche Auswirkungen auf Ihre politische Laufbahn? Das würde die Frage aufwerfen, ob ich mich in der Tür bei der Partei geirrt habe und lieber eine weiter sein sollte. Ja. Nee, ich vermute, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Ich bin einfach Städter durch und durch. Und ob ich die Bäume in Berlin so gerne umarmen möchte... Aber wissen Sie was? Der Peter Wohlleben sagt, die Städter, denen wird Unrecht getan. Ja. Denn die gehen sehr oft viel pfleglicher um mit der Natur und auch mit dem Wald, als die Menschen, die auf dem Land wohnen. Gut, wir haben uns auch heute erst kennengelernt. Ja, aber trotzdem, also bei Städtern sind diese ganzen Sinne ja nicht verschüttet. Die sind voll da. Also auch bei Ihnen ist es so, dass Bäume blutdrucksenkend wirken. Also es ist mittlerweile so gut in der Forschung angekommen, dass die Ludwig-Maximilians-Universität in München Therapeuten ausbildet. Also man weiß, dass die Baumkommunikation, wir atmen das alles ein, blutdrucksenkend wirkt. Auch in der Stadt natürlich. Ich meine, da sind die Bäume ein bisschen einsam zugegeben. Also die können da nicht in Familienverbänden leben. Bäume sind sehr sozial. Das würde ja zu Sozialdemokraten passen. Also von daher kann ich nur empfehlen, ab und zu mal einen Baum umarmen. Matthias Brandt, ich tue Ihnen wahrscheinlich wahnsinnig Unrecht, aber irgendwie so vom Vorurteil her habe ich das Gefühl, obwohl Sie in Brandenburg leben und also wahrscheinlich die Natur auch in der Nähe haben, so ein Baumumarmen-Mensch sind Sie eher nicht. Warum trauen Sie mir das nicht zu? Ich habe keine Ahnung, es ist ein reines Vorurteil. Ja, ach, ich werde es mal auch ausprobieren. Auch die Körperhaltung. Also Sie naja, für ein kleines Bäumchen reicht es ja schon. Naja, also sagen wir mal, ich finde in der Stadt...
kommt es darauf an, wo man den Baum umarmt. Da sollte man dann schon drauf achten. Nicht zu weit unten. Aber im Prinzip... im Prinzip hätte ich nichts dagegen. Also ich werde mich damit noch mal nach der Sendung auseinandersetzen. Sie haben ja also, was Sie über Bäume denken, haben Sie ja auch schon vor einigen Jahren in einem riesigen Bestseller offenbart. Da haben Sie auch Bäume mit Elefanten verglichen. Weil Sie sagen, in dem Pflegeverhalten oder im Pflegeinstinkt, ich weiß gar nicht, was man da sagen kann, oder Urtrieb, sind sich Elefanten und Bäume ähnlich, weil sie sorgen für ihren Nachwuchs und haben auch eine Verantwortung oder zeigen eine Verantwortung gegenüber Erwachsenen. Was ist jetzt in Ihrem neuen Buch das Neue? Weil Sie schreiben ja das geheime Band zwischen Mensch und Natur. Was ist, wenn Sie es selber zusammenfassen würden, auf zwei Sätze, das, was wirklich neu ist an einem Buch? Wenn Sie es nicht können, mache ich es. Ja. Gut, also zusammengefasst ist es, dass wir nach wie vor mit der Natur ganz stark verbunden sind. Dieses Band ist nicht zerrissen, weil wir Natur sind. Das widerlegt eigentlich, was die meisten Menschen denken, nämlich, dass wir uns wahnsinnig von der Natur entfremdet haben. Heißt das, dass nur also bei jeder Begegnung das wieder in einem geweckt wird? Oder wie darf man sich das vorstellen? Das ist da. Also verschiedene Sachen wissen wir eigentlich gar nicht. Mal in die Runde gefragt, wer von Ihnen kann die Ohren auf mich ausrichten? Bitte? Wen? Ja, die Ohren auf mich ausrichten. Die Ohren. Also wir so, und das macht Frau Volkerts also, nochmal. Also Sie gucken so erstaunt. Ja. So. Ja, nee, und genau eben nicht. Also das machen Sie gerade alle. Aber nicht die Muscheln, sondern die Trommelfelle. Das kriegen wir halt nicht mit. Wir denken immer, das sind so halb verkrüppelte Dinger. Ne? Ja, die Ohrmuscheln, die können wir natürlich nicht so bewegen wie Hunde. Aber die Trommelfelle richten sich aus. Und zwar bevor die Augen in die Richtung gehen, richten sich schon die Trommelfelle auf die Geräuschquelle aus. Das sind so, da könnte man sagen, das sind eher Fun Facts, aber viele Dinge, wo wir unsere Sinne künstlich kleinreden. Ich habe ja manchmal den Eindruck, wir werfen uns in den Staub und sagen, wir sind eigentlich völlig degeneriert. Deswegen verhalten wir uns auch so der Umwelt gegenüber. Nein, wir sind nicht degeneriert. Ein schönes Beispiel ist die Nase. Da sagt man ja, ein Hund kann 1 Million Mal besser riechen. Und da haben schwedische Forscher mal so Geruchsspuren durchs Gras gelegt, unter anderem auch mit Früchten und dann Studenten auf allen Vieren da durchkrabbeln lassen und Hunde natürlich auch und geschaut, wer das besser riechen kann, diese Duftspur. Und bei Früchten schneiden Menschen besser ab. Ne? Also das, was uns interessiert, da sind wir gut. Also wir sind nicht verkrüppelt. Ne? Aber das liegt doch wahrscheinlich daran, dass Hunde Beeren auch nicht so lecker finden. Ja, genau. Und ich finde Aas nicht so lecker und deswegen bin ich immer Früchten besser. Sie haben auch welche mitgebracht. Warum? Ja, also das sind immer so schöne Vorurteile, die uns von der Natur abhalten. Vogelbeeren, also hier mal in getrockneter Form, da heißt es immer, nicht essen giftig. Hm. Ne? Aber sind sie nicht. würde ich jetzt mal vermuten. Also... Ihr Band ist doch auch noch stark. Greifen Sie auf. Na gut, also, sind Sie glücklich. Mann. Seitdem ich mit Sarah Connor Grünkohl und Pinkel essen musste, bin ich ein bisschen gebrannt. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ja, es schmeckt jetzt nicht wie das typische Einheitsessen, aber unser Geschmack hat sich ja... Also lecker! Ja. So ist das übrigens auch bei Sachen wie mit dem Fußband. Also, darf ich trotzdem fragen, ist sehr nett, dass Sie das mitgebracht haben, aber warum muss man denn das essen? Nein, also, das muss man nicht essen, aber unser Geschmack hat ja auch eine Evolution erlebt in den Supermärkten. Das Essen wird immer einheitlicher, süß, fettig, salzig, kennen wir alles, will ich gar nicht drauf rumreiten, aber diese ganzen anderen Stoffe der Natur, diese vor allem Bitteres zum Beispiel, Bitteres, Saures, auch zähe Dinge, das kaut sich auch nicht besonders gut, ne, oder? Nee, ich, mehr, ne? Ja, vielen Dank für diese... Ja. Also ich esse es nicht übrigens. Man muss aber sagen, also mit uns gehen Sie noch relativ pfleglich um. Ja. Weil ich habe gehört, dass wenn Sie Führungen machen im Wald, auch im Rahmen Ihrer Waldakademie, dann fordern Sie die Leute auf, Blätter zu essen. Also die schmecken besser, die Blätter, als das. Wirklich? Ja, ja. Das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht mag. Ein Waldspaziergang wie im Biologieunterricht. Sagt ja oft die ältere Generation zu jüngeren, ihr könnt ja noch nicht mal eine Eiche von einer Buche unterscheiden. Ich finde das egal. Ich lasse die Leute lieber reinbeißen, also nicht ins Holz, das tut weh, sondern in die Blätter und man kann die schön am Geschmack unterscheiden. Also mit Kindern ist das ganz toll. Erstmal mit unverbundenen Augen, also ein bisschen durchsortieren lassen, dann die Augen verbinden und dann füttern die sich gegenseitig und die kennen die Baumarten am Geschmack raus. Ganz toll. Mhm. Das ist mal was anderes. Und dann, das merken die sich auch, weil es Spaß gemacht hat. Okay.
309 ist ja die Sendung für tiefere Erkenntnisse. Deshalb wollte ich gerne von Ihnen jetzt wissen, gehen Sie wirklich davon aus, dass irgendwo bei Bäumen es an irgendeiner Stelle so eine Art Bewusstsein vorhanden ist? Also müsste ja dann demnach eine Art Gehirn da sein. Genau. Also wir suchen bei Gehirn immer nach so einem Proteinklumpen zwischen den Schultern. Ja? So, kann man ja auch machen, ist ja nicht verkehrt. Es gibt aber zum Beispiel auch hochintelligente Tiere, die haben ihr Gehirn verteilt, zum Beispiel Kraken. Da sitzt das Gehirn zum ganzen Teil in den Armen. Mhm. Und bei Bäumen ist es so, die haben an den Wurzelspitzen gehirnähnliche Strukturen. Da laufen auch gehirnähnliche chemische und elektrische Prozesse ab. Teilweise mit denselben Molekülen wie bei uns. Es ist natürlich so eine Wurzelspitze winzig klein, man würde sagen, die sind ein bisschen unterbelichtet, die Bäume. Aber die haben ja ein paar Millionen davon. So, und auch das kann zusammenwirken. Der Baum kann das zusammenschalten. Da ist Forschung noch nicht zu einem endgültigen Stand gekommen. Aber wir wissen, dass das von da unten alles gesteuert wird. Und man sieht schon an der Wortwahl, ich bin auch ein bisschen vorsichtig, in einem Zweifelsfall neigt man dazu, solche Wesen zu degradieren. Und dahinter steckt eigentlich eine Urangst. Was wäre denn, wenn das stimmt? Und momentan deutet vieles darauf hin, dass das so ist. Dann ist die nächste Frage, ja, was machen wir denn dann mit den Bäumen? Ja, das wollte ich gerade fragen. Was ist denn jetzt vor Weihnachten? Haben dann die Tannenbäume, böse Frage, ja. Haben die Tannenbäume Schmerzen, ja, wenn wir sie fällen? Ja, sicher. Also das habe ich einen der Forscher, das ist František Baluska aus Bonn, gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn man mit der Motorsäge dran geht, ne, tut das einem Baum weh? Und er sagt, ja klar. Jetzt ist natürlich die Frage, was steht denn hier auf dem Tisch? Hat das auch jemand wehgetan? Das kann sein. Irgendwo muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen. Also ich persönlich sehe das für mich so. Ein Tannenbaum ist für mich wie ein Kopfsalat. Ist ja auch eine empfindungsfähige Pflanze. Das ist ein Produkt, mit dem wir uns erfreuen können, aber es ist ein Lebewesen. Und wir sollten, bevor wir das nutzen, so schonend wie möglich damit umgehen. Das ist eigentlich der Schlüssel. Also nicht zu sagen, wir sind kein Wald. Am meisten hat mich überrascht, dass Sie sagen, eigentlich bin ich gar nicht so ein Förster, sondern ich bin ein Metzger. Können Sie das erklären, warum Sie ein Metzger sind? Also ich bin es hoffentlich nicht mehr, aber sagen wir so, Förster behaupten ja immer, wir pflegen den Entschuldigung, Wald. Entschuldigung, ich muss husten wegen dieser tollen Beeren. Na, vielleicht in der zweiten Runde besser. Ich weiß zweite nicht. Runde wäre das daran, danach sehen. Oder die Beere wehrt sich, kann ja auch sein. Soweit sind wir aber noch nicht. Mein Immunsystem. Förster sagen, so habe ich das auch gelernt beim Studium, wir pflegen den Wald. Ne? Und darunter stellt man sich etwas sehr Liebevolles vor. Ich habe früher auch gedacht, ein Förster ist ein Waldhüter. Aber wenn Sie Bäume pflegen, indem Sie den absägen, ne, dann ist der Baum ja tot anschließend. Also das ist eine schöne Art von Pflege. Das wäre so ähnlich, als wenn ein Metzger sagen würde, ich bin Tierpfleger. Ne? Beim Metzger würde man sagen, nein, du bist kein Tierpfleger, du schlachtest Tiere. Und ein Förster schlachtet Bäume. Das ist nochmal im bemessenen Rahmen ist das in Ordnung. Aber wenn man behauptet, man tut denen was Gutes, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Ich, 309 ist nicht nur die Sendung für den Tiefgang, sondern auch für die Versöhnung. Sie haben seit einiger Zeit ein Battle mit unserer Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Ja. Dieser Disput wird ausgetragen über den Kollegen Markus Lanz. Sie haben aber angefangen, ich habe das alles verfolgt. Ja, ich bin schuldig. Sie haben angefangen, indem Sie gesagt haben, nachdem Sie gerade das große Paket geschnürt hatte zur Aufforstung des Waldes, nach dem Dürre- und Borkenkäfer-Schäden, haben Sie gesagt, die Frau hat keine Ahnung. Tja. Das könnten Sie heute Abend zum Beispiel zurück... Das würde ich heute gerne noch mal unterstreichen. Ja. Ehrlich? Ich wollte Sie gerade... Eine Aufforderung, das zurückzunehmen, eine Chance geben, das zurückzunehmen. Das ist der armen Frau Klöckner in dieser Woche noch mal vorgespielt worden. Ich weiß auch nicht, warum Markus Lanz das da parat hatte. Sie hat mit bemerkenswerter Kontenance das so über sich ergehen lassen und sagte dann, ja, er ist für die Grünen aktiv. Stimmt das? Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja in CDU-Kreisen eine Beleidigung. Also ich meine, ich rede mit Grünen, ich rede auch mit SPD-Politikern. Ich habe auch mit Julia Klöckner geredet, die war auch schon bei uns. Ich würde gerne mit ihr reden. Man versucht ja schon länger, uns zusammen in eine Talkshow einzuladen. Aber Sie will das nicht? Mein Termin scheitert es nicht, sagen wir es mal so. Naja, aber ich meine, nach der Einführung... Also ich würde es machen. Aber der Punkt ist der... Wenn man schaut, wie sie mit Tieren umgeht, also dass sie bis heute zulässt, dass man Schweinehoden ohne Betäubung rausreißen darf, da kann man sich vorstellen, dass das bei Bäumen nicht besser ist. Und sie ist immer noch verhaftet in diesem Holzplantagendenken. Man sieht das ja bei dem Waldgipfel, da ging es darum, welche neuen Baumarten pflanzen wir, welches Schadholz beräumen wir und wie steigern wir den Holzverbrauch. Man sagen muss, nee, es geht gerade darum, den Holzverbrauch etwas zu reduzieren.
und den Wäldern ein bisschen mehr Luft zu lassen. Es gibt unglaublich tolle Beobachtungen, was natürliche Wälder fürs Klima tun, auch in Deutschland. Also naturbelassene Wälder ist eine Forschung der Potsdamer Klimafolgenforscher mit der Uni Eberswalde. Die haben festgestellt, dass im Vergleich zu einer Stadt ein natürlicher alter Wald in Deutschland sich im Schnitt im Sommer um 15 Grad stärker runterkühlt. Mhm. Also wenn es in Berlin 40 Grad ist, ist es da nur 25. Und da würde ich sagen, ah. Also, und je mehr man diesen Wald stört, desto höher geht die Temperatur, weil dann, wenn man Bäume fällt, Sonne reinkommt, die Luft wird trockener. Und die Bäume, wenn man die in Ruhe lässt, kühlen sich durch Schwitzen herunter. Also eine große Buche, die haut am Tag 500 Liter Wasser raus, um sich zu kühlen. Mhm. So, wenn man die schön in Ruhe lässt, dann machen die das. Und wenn man da rumsägt, machen die es nicht mehr. Und deswegen sollte man sagen, okay, wir brauchen Holz. Auf der anderen Seite möchten wir auch was. Buchenwälder haben sie wahnsinnig lieb. Das kommt an vielen Stellen im Buch zum Vorschein. Das können auch Eichen sein. Von mir aus kann es auch Gymnasien sein. Aber niemanden sprechen sie so liebevoll wie über Buchen. Ja. Man muss aber sagen, dass diese naturbelassenen Buchenwälder nur eine ganz kleine Fläche einnehmen in Deutschland. Aber nicht mal 2%. Das ist ganz, ganz wenig. Ne? Also wir sind in Deutschland wirklich auf einem ganz schlechten Niveau. Und deswegen war das auch, da gab ja mal von Angela Merkel ein Angebot an Brasilien, dort für den Amazonas-Regenwald finanziell unter die Arme zu greifen, was Bolsonaro zurückgewiesen hat. Ich meine, ich mag den Mann nicht. In dem Punkt hat er recht gehabt. Hier brennt die Hütte. Ne? Deutschland ist eine Plantagenlandschaft. Wir haben weit über die Hälfte Nadelholzplantagen, die hier gar nicht hingehören. Und die alten Wälder, die wir noch haben, die wirklich teilweise sind es nur im Promillebereich, die werden gerade massiv besägt, beerntet, runtergeknüppelt, weil diese ganzen Nadelhölzer jetzt durch diese Borkenkäfergeschichten praktisch nicht mehr verkäuflich sind. Und jetzt geht man an diese alten Buchenwälder, die für unser Klima so wichtig sind. Und da sage ich, Freunde, bitte, jetzt macht mal langsam. Entspannt euch mal. Wir brauchen nicht einen höheren Holzverbrauch, sondern einen geringeren, genauso wie Kohle, wie alles andere auch. Holz ist kein Ökorohstoff. Ist ein schöner Rohstoff. Ne? Ist ja ein schöner Holztisch hier. Ich mag sowas auch. Aber die Frage, es ist ja immer eine Frage des Maßes. Und das haben wir in allem überschritten. Und wenn ein einzelnes Ressort sagt, Freunde, macht weiter so und noch einen Schluck aus der Pulle, dann finde ich, ist es jetzt langsam gut. Und da haben wir, da stehe ich auch dazu, eine gewisse Ahnungslosigkeit in diesem Ministerium. Ich will aber eins nicht verschweigen, Herr Wohlleben. Sie wird das nicht beeindrucken. Ja. Ich will es nur mal sagen, weil leider ist das jetzt die falsche Sendung. Ist für alles richtig, 309, nur dafür nicht. Es haben mich im Vorfeld der Sendung eine Reihe von Mails und Briefe erreicht von Förstern und Waldbesitzern, die sich furchtbar über sie beschweren und sagen, sie tun ihnen furchtbar Unrecht, weil sie auch sich um die Pflege des Waldes sehr bemühen. Tja. Und es sind nicht alles Plantagen. Ich freue mich, wenn wir irgendwann mal auch ein Battle hinkriegen zwischen Förstern. Ich glaube, das wäre sehr spannend. Das glaube ich auch. In Erwartung einer noch spannenderen Auseinandersetzung vielleicht zwischen der Ministerin und Ihnen. Und wir setzen hier erstmal ein Semikolon, weil Sie bleiben ja in der Sendung. Sie hauen ja jetzt nicht ab. Nee. Und wir machen einfach immer wieder mal weiter. Vielen Dank, Peter Wohlleben.